Was macht es mit Kindern, wenn aus netten Nachbarn plötzlich Feinde werden? Wenn die Nachbarskinder nicht mehr fröhlich zum Spielen rüberkommen, sondern voller Hass beleidigend drohen oder sogar zuschlagen? Kinder sind Konflikten ja meist auch emotional wesentlich schutzloser ausgeliefert als Erwachsene. Wie schnell die vertraute Welt völlig aus den Fugen geraten kann, zeigt der nordirische Regisseur Kenneth Branagh in seinem neuen, bereits mehrfach Oscar-nominierten Film Belfast. Als Kind hat er selbst erlebt, wie der Hass zwischen Protestanten und Katholiken in seiner Heimatstadt immer weiter wächst und 1969 in schiere Gewalt umschlägt. Morgen kommt dieser besondere Film, in dem trotz allem auch für Humor Platz ist in unsere Kinos. Eine Stadt mit bewegter Vergangenheit. Schauplatz historischer Ereignisse. Belfast. Der gleichnamige Film erzählt die Geschichte des neunjährigen Buddy Ende der 60er Jahre. Es sind unruhige Zeiten. Du willst bestimmt nicht der Ausgestoßene in der Straße sein. Rühr meine Familie an und ich töte dich. Der Nordirland-Konflikt überschattet Buddys Kindheit. Und die von Regisseur Kenneth Branagh. Er wuchs selbst in Belfast auf. Es gibt viel Autobiografisches in dem Film. Andere Aspekte habe ich hinzugedichtet, die entspringen der Fantasie eines Kindes und der Tatsache, dass ich meine Vergangenheit rekonstruiere. Der Film ist auch mein Versuch, zu verstehen, was passiert ist. Durch Buddys Augen also schaut Branagh auf die eigene Kindheit, baut im Studio jene Straße in einem Belfaster Arbeiterviertel nach, in der er aufwuchs, wo Protestanten und Katholiken meist noch friedlich Tür an Tür lebten. Doch ab 1969 nahmen die Ausschreitungen zu, mündeten in kriegsähnlichen Unruhen. Branaghs Familie verließ Nordirland und auch Buddys Familie überlegt, wegzugehen, fürchtet Gewalt und Armut. Wir ertrinken in Schulden. Ich kenne nichts außer Belfast. Ja, genau. Eine ganze Welt wartet da draußen. So bieten wir den Jungs bessere Chancen, als wir je hatten. Er habe damals seine Unbeschwertheit verloren, so der Regisseur. Kann man denn auch Fußball spielen, Daddy? Ja, klar. In solchen Momenten ziehen plötzlich Sorgen und Zukunftsängste ins Leben eines Kindes ein. Mit dem Film wollte ich auch einen Teil von meinem früheren, unbeschwerten Ich wiederentdecken. Und der Film will auch in dunklen Momenten humorvoll sein. Das ist auf jeden Fall typisch für mich. Und so hat Buddy eigentlich ganz andere Dinge im Kopf. Bevor ich einschlafe, wenn ich mein Gebet sage, erinnere ich Gott an meine Bitte, dass er mich am Morgen, wenn ich aufwache, zum besten Fußballer der Welt gemacht hat. Und ich bitte ihn, dass Catherine mich, wenn ich dann groß bin, auch wirklich heiratet. Auch wenn sie Ronnie Boyd lieb hat. Sie kann ihn ja noch treffen, aber heiraten tut sie mich. Es ist der persönlichste Film Branaghs. Im Mittelpunkt die Menschen, nicht Gewalt und Ideologien des Konfliktes, der bis in die Gegenwart hineinreicht. Es ist ein anfälliger Frieden, aber ich glaube, die Menschen dort wollen den Frieden. Es war niemals einfach in diesem Teil der Welt. Es wird nie einfach sein, aber ich bin hoffnungsvoll, dass Belfast ein Ort der Hoffnung ist. Und so ist Belfast auch ein unbeschwerter, ein zuversichtlicher Film, der mit 7 Nominierungen ins Rennen um die Oscars geht.